Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Und hier erleben wir einen weiteren bedauerlichen Unfall. Das ist irgendwie die Aufnahme genau richtig gestartet. So, ich hatte eben auch schon einen. Aber wie ihr seht, keine Hasen. Die sind bisher davon gekommen. Wir haben jetzt auch keinen gesucht oder so. Ich wollte einfach erstmal nur nach Hause, damit ich weiter aufnehmen kann. So, und wir sind jetzt immer fast da und dann passt das auch. Da hinten um die Ecke, da müssten wir eigentlich zu Hause sein. So wie das aussieht. Ich darf nur nicht auf den letzten Metern ins Wasser fallen. Gut, dann könnte ich gleich den Tipp von Walter Falter mal umsetzen. Es muss ja nicht sein. Das ist so etwas, worauf ich auch gerade verzichten kann. Na nun. So, ich glaube, ich hack noch mal Holz. Einfach nur, um mal zu gucken, was mit den Lecks dann wird. Ups. Auch komm. Eigentlich müsste ich meine Garage auch mal fertigstellen, aber ganz ehrlich, bevor ich das mache, finde ich eigentlich gerade viel wichtiger, nochmal ein bisschen Metall in der Mine zu holen und da weiterzumachen. Und habe ich auch mehr Spaß dran, als da unten einfach nur eine Garage einfach zu kloppen. Es funktioniert ja auch, wenn es draußen steht. Also so ist es ja nicht, ne? So, jo, Fleisch habe ich ja ganz gut hier. Fackeln könnte ich mir eigentlich auch mal wie blöd herstellen. Das wäre auch mal eine Alternative. Da habe ich Leder, Stoff, das. Quark, Sand ist da. Warum auch immer ich hier Fairplant Fires habe. Die Teile schmeiße ich da mal eben rein, die Waffenteile. Das gucken wir uns dann an, würde ich sagen. Wo lagere ich den? Da. Glaube ich. Bei den Knochen muss ich auch mal was unternehmen hier. Du gehst da ja gar nicht rein. Eigentlich sind hier nur Getränke drin. Warum liegt denn hier das Fleisch drin? Wer räumt den hier so unarschig ein? Mann, oh Mann, oh Mann. Echt, alles muss man selber machen. Dann läuft es auch nicht. So. Okay. Papier. Die Casino-Tokens. Dann machen wir das Bike mal leer. Zack. Und dann kloppe ich doch noch ein bisschen Holz. Einfach um mal zu gucken, ob es daran liegt. Wobei, jetzt gerade geht's hier, finde ich. Also in anderen Spielen drehe ich mich sowieso flüssiger als hier. Warum, weiß ich nicht. Also, 52, 60, ich habe schon extreme FPS-Schwankungen, finde ich hier. Aber das wird sicher am Spiel liegen. Ich kann mir vorstellen, das geht anderen auch nicht anders. Aber ich kann mir vieles vorstellen, wenn der Tag lang ist. So, was machen wir damit? Ich glaube, wir können damit mal aufhören, den Krams zu sammeln. Ich glaube, da kann ich einfach mal stumpf mit aufhören. Ein bisschen Schießpulver, ein bisschen Öl, ein bisschen Ducktape, ein bisschen Antibiotika. Da habe ich sonst... Ach ja doch, ich kann mir welche herstellen. Egal, ich habe sie trotzdem mitgenommen. Ist ja nicht unbedingt das Schlechteste. Da kommt meine Ranch-Sammlung vervollständigen hier. So. Achso, ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, meine Waffen ein bisschen aufgewertet in der Nacht. Also vor der letzten Folge. Weil ich mich ja gefragt habe, was ich überhaupt gemacht habe. Ich weiß es gar nicht. Nee. Das so nicht. Oder wann habe ich das gemacht? Ich habe mir die mal zusammengestellt. Also das sind meine fertigen Waffen. Das sind ja schon mal sehr gute Waffen hier. Ja, gut, hätte ich den auch einschmelzen können. Hätte ich auch scrappen können. Naja, zum Reparieren ist es ja ganz gut. Also das sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Ich habe aber keine lange Schrotflinte, ne? SMG ist nicht so geil, aber ich habe eine Magnum und ich habe einen Hunting Rifle. Und das ist schon mal ganz gut, finde ich. Da kann ich mich nicht beklagen, glaube ich. Nee, well. Komm, du hast hier oben extra eine Kiste mit Klamotten. Genau. So, dann packst du es auch bitte da rein. Und dann essen wir nochmal was, damit wir gleich kein so... Damit wir auch gleich noch brauchbare Ausdauer dazu bekommen. Und nicht von vornherein schon drunter sind.
Und dann könnte ich eigentlich nochmal das Beet da gleich mal wieder auffüllen. Das habe ich ja vor ein paar Folgen geerntet und habe seitdem noch nicht wieder was damit gemacht. Nächsten Tag ist Hundetag. Da werde ich mich hier nicht so weit aus dem Haus bewegen, denke ich mir. Das kennt ihr ja schon, das Spielchen. Es sind echt sehr viele Bäume, ne? Hier sind wirklich sehr viele Bäume. Warum laufen hier mir hier eigentlich keine Hühner über den Weg? Frage ich mich nun mal so. Gut. Naja, aber das Holz kann ich dann gleich in Spikes investieren. Das kann nicht schaden, dann haben wir schon mal welche. Und mehr zum Heizen natürlich und auch um dann meine Mine weiter abzustützen. Dann brauche ich auch mal ein paar Frames und Säulen und so. Und Treppen würde ich mir ganz gerne mal bauen. Dass es daran etwas netter aussieht. Das Auge farmt ja mit, ne? Ja, aber ich glaube, ich habe hier echt ein bisschen zu viele Bäume gesetzt. Ich kann die auch mal ganz woanders hinsetzen und fahre ich halt mit Minibike los. So ein paar Meter und setze sie dann da aus. Da bin ich eben echt den Baum hochgelaufen, fast als der umgekippt ist. Das ist ja interessant, dass sowas überhaupt geht. Hätte ich gar nicht gedacht. So, nee, den kleinen mache ich hier nicht, der steht unter Naturschutz. Der hat Welpenschutz, der Baum, der kleine da. Ich glaube, der wird aber auch nicht mehr größer. Na komm, ich wollte doch... Ich wollte sagen. Den können wir natürlich mal abbauen, ne? So. Bringt immerhin Stoff, aber ich glaube, nach meinem Besuch im Zeltlager brauche ich keinen Stoff mehr. Weil Repair Kits, ne, fressen die auch ganz gut auf. Ich glaube, ich hack erstmal alle Bäume hier weg, weil das so viele Bäume sind. Und mach das mit dem Weg morgen vielleicht. Dann haben wir halt 20.000 Holz oder so. Oder wird wahrscheinlich mehr 30.000 Holz werden. Oder 40.000. Gucken wir mal. Ja, seit 2 Wochen nichts Neues von der Alpha 16. Ich habe da mal raufgeschaut. Ich wollte eigentlich jetzt zwischen den Feiertagen, als ich Urlaub hatte, oder eher gesagt, auch als ich krank war, mal ein Infovideo über die A16 zusammengeschnitten haben. Vielleicht komme ich da nochmal nächste Woche zu. Es guckt ja nicht jeder bei Matt Mohl. Von daher, also was da jetzt reinkommen soll. Wobei, ein Video, was reinkommen soll, verbindlich ist es natürlich auch nicht, weil man nie weiß, ob sich die Jungs das nicht doch noch in letzter Minute überlegen, dass Feature A, B, C und D irgendwie doch noch rausfallen. Aber es kommen ein paar interessante Sachen raus. Ich glaube einfach nur, dass sie echt noch eine Menge Arbeit haben damit. Oder auch bei bestimmten Sachen eine Menge Arbeit damit haben sollten, weil bestimmte Bedienelemente, die da neu dazukommen, finde ich von der Bedienung her... Also nichts gegen die UI hier von 7 Days. Die sieht ganz gut aus, aber ich glaube, eine richtig gute UI-Bedienung, da braucht man Leute für, die das drauf haben und die auch gute Ideen haben und Erfahrung haben und sich auch darum kümmern, wie hoch ist da die Usability, wie es so schön heißt. Und ich glaube nicht, dass sie die haben. Und ich glaube auch ein bisschen, dass es ihnen egal ist. Und in der Kombination ist es dann sehr schlimm. Also wenn ich mir vorstelle, dass sie zum Beispiel für die Konsolenportierung ja das 1:1 übernommen haben, dann ist das eigentlich für eine Konsole No-Go. Weil es gibt zum Beispiel, ich glaube, kein Shift- und Steuerungsklick. Also zumindest in dem Video, wo Matt Mohl mal die Bedienung auf der Konsole gezeigt hatte, das war aber noch vor dem Release auf Konsole, da hat er dann alle Items so rübergezogen. Etwas, das auf der Konsole total übel ist. Und ja, dann müsste man sich eigentlich was ganz anderes einfallen lassen. Kann natürlich sein, dass sie jetzt mit einem anderen Button, einem anderen Klick
Ich weiß gar nicht, wie ist die Steuerung auf der Konsole überhaupt? Hat das jemand von euch auf der Konsole und kann da mal ein bisschen drüber berichten? Würde mich mal interessieren. Und vor allen Dingen auch, ob die 15.1 überhaupt auf die Konsole gekommen ist. Oder ob sie dann nur die großen Runden zahlen, das weiß ich gar nicht. Verfolge ich aber offen gestanden auch nicht. Was sind das viele Bäume hier? Das ist unglaublich. Mann, tut mir echt leid. Das wird eine reine Baumhackfolge. Naja, egal. Ist halt so, muss mir gar nicht leid tun. Bevor die ersten Kommentare kommen. Die dann ja auch recht haben. Das gehört nun mal dazu. Und heute ist mal Holz angesagt. Und wobei, wir haben ja noch nicht mal die Hälfte rum. Da können wir ja zum Beispiel noch was machen. Da können wir ja zum Beispiel noch mal gleich was anderes machen, statt Holz zu schlagen. Und ich habe auch schon eine Idee. Wir schlagen ein bisschen Gras noch. So, alles muss reichen. Ich will euch nicht verwöhnen. Nein, meine Axt ist sowieso leicht aufgebraucht. Dann passt das ja auch. Das sieht ja irgendwie auch nett aus, ne? Oder? Da gerade so. Ja. Dann fäll ich den Baum nicht, weil er so ein schönes Licht gebracht hat. Vielleicht können wir noch ein Mütchen kriegen oder so. Ich muss nur gucken, wie ich das mit dem Hasen und dem Minibike regeln kann. Das könnte ein Problem werden. Die sind ja meistens so schnell. Naja. Lass es wie ein Unfall aussehen, war der Tipp. Ich weiß, dann sollte man vorher auch nicht drüber reden. Das führt die ganze Sache vorher so ein bisschen ad absurdum, aber gut. Was bist du denn? Ha! Ein Stein. Ein Hilfloser. Du bist leer, ne? Ja, natürlich bist du das. Moment, krieg ich dann überhaupt irgendwelche Ressourcen, wenn ich so ein Nest abbaue? Oh. Okay, du bist auch weg. Guck mal, es lichtet sich ja hier schon. Sind da schon einige Bäume weg, du hier? Du bist definitiv zu viel. Ich weiß ja auch nicht, warum. Die anderen beiden haben sich beklagt, du rutschst ihnen zu nah auf die Pelle. Warum ist das denn untouched? Gibt's ja gar nicht. Ich habe keinen Respawn angeschaltet. Der ist abgestellt, der Respawn. Ich entdecke immer wieder Nester, die nicht gelootet sind. Aber wirklich immer wieder, das ist unglaublich. Glaube ich ja selber nicht. So. Dann nehmen wir doch das Blei mal eben mit. Ein Schlag hier mit der Pickaxe. Ist ja wirklich schnell gemacht. Und dann nochmal hier vielleicht zwei Bäume. Und wird das jetzt mit FPS sein? Nicht 46. Beim Holzfällen, weißt du, es passiert nichts. Das Spiel muss gar nicht großartig viel berechnen. Habe ich hier Schwankungen, ohne dass ich mich bewege, zwischen 40 und 48 FPS. Das muss man nicht verstehen, oder? Also ohne, dass man was macht. Und hier habe ich plötzlich 60. Warum denn? Hier sind doch noch mehr Bäume im Sichtfeld. Das ist das Licht? Das geht ja sowieso gerade zur Neige. Nö. Keine Ahnung, was es ist. Verstehen muss ich das nicht, ne? Naja, merkwürdig. Ich mach die mal wieder weg, die Anzeige hier. So, mal gucken, ob wir das Nest da gelootet haben. Wahrscheinlich ja, jetzt, wo ich es schon mal angesprochen habe. Ja. War ja klar. Ich bin mal gespannt, wie viel Holz ich gleich in den Taschen habe. So, ihr seid alle recht klein, aber ihr wachst auch nicht, ne? Ihr seid so, wie ihr seid, ne? Dann kommst du mal weg hier. Und 2034. Ja, sieht da so aus, als würde die Folge um
22 Uhr enden oder so. Vielleicht. So ungefähr. Das ist unglaublich, ja. Och ja. Ey. So. Aber ganz ehrlich, haben die doch irgendwie einen Respawn? Boah, da steht ja immer noch so ein Wald. Ich habe hier eben so viele Bäume umgehackt, das kann doch nicht angehen. Was hab ich? Wie nah bist du denn dran? Wo ist der denn? Und wer macht das überhaupt? Von den Jungs. Ja, tut mir leid, dann machen wir doch nochmal weiter. Das sind mir zu viele Bäume. Ach, da ist er. So. Und die machen solche Geräusche. So, so. Na gut, dass ich es weiß. Also so ein richtig lautes, durchdringendes Geräusch. Und der Und auch so ein bisschen müde klingt, als wäre er gerade erst aufgestanden. Also, oder hätte sich hingelegt. Oder wieder auferstanden, genau so kann man es ja wahrscheinlich formulieren. Das ist unglaublich, was ich hier an Bäumen gepflanzt habe. Ey. Ja, hier die tausenden Dinger da noch. Das sieht jetzt, wenn man so drin steht, ja gar nicht so viel aus, aber die haben halt so wahnsinnig dichtes Laub, ne? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die ganzen Blätter, die dann bewegt werden müssen. Ich weiß nicht, wie clever deren. Die haben einen Plugin dafür. Ein Speedtree heißt das ja, genau. Die haben damals hier auf Speedtree umgestellt. Bei Speedtree dürfte es aber egal sein, ob da nun zwei Bäume stehen oder 300, denke ich mir mal so. Sonst wird es ja Slowtree heißen. Har, har. Aber es werden nie weniger, ne? Egal wo ich da hingucke. So, den noch und dann den daneben noch und dann gehe ich aber zurück auch. Dann habe ich genug. Sag mal, ganz ehrlich, die haben doch... Kriegen die einen Respawn? Ich habe Loot Respawn abgeschaltet. Na, und wir kommen jetzt in die Game Options nicht rein. Oh, es regnet auch. Dann sollte man sowieso rein. Nee, es wird ungemütlich, nicht, dass hier doch gleich noch eine Wanderhorde kommt und anfängt zu rennen oder so. Das muss ja auch nicht unbedingt sein. Dann gehen wir mal hier hoch und rüber und dann gucken wir mal, was wir jetzt in der Nacht verheizen. Ich würde sagen, mal die Steelfire können wir dann mal reinpacken. Wie viel Holz haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40.000 Holz. 44.000 Holz. Alle Achtung, das ist doch mal eine Menge. Also, dann packen wir hier mal 5.000 rein. Und dann machen wir uns doch auch gleich mal eine Ladung Spikes, ne, oder? Spikes, nee. Pass auf, dann machen wir uns doch erstmal ein paar Stairs. Und so die Woodboard Stairs. Machen wir 30 Stück davon. Und dann machen wir die Catwalks. 20 Stück davon. Und den Rest mache ich aber nur noch mit Woodframe. Oder Poles, auch mit Wooden Poles vielleicht. Ja, komm, können wir uns auch mal 40 voll machen. Und dann machen wir Wood Frames, haben wir noch. Dann machen wir Spikes. 84. Das klingt auch gut. Da bin ich jetzt auch eine ganze Weile erstmal mit beschäftigt.
Lead ist auch hier mit drin. Okay, da schmilze ich auch Lead mit ein. Dann nehmen wir doch mal das Eisen raus und packen das Blei rein. Und dann machen wir das ja vielleicht lieber erstmal so und so. Und Clay könnte ich gebrauchen. Hier vor allen Dingen, ne? Grass. Können wir uns auch mal eben mitnehmen. Können wir anschalten. Den hier. Den hier. Den hier. Was haben wir hier noch? Nix an Messing zum Einschmelzen. Sand haben wir noch ganz viel. Den behalte ich aber mal lieber. Den brauche ich vielleicht noch. Ach, das ging ja schnell mit dem Blei. Short Buckshot. Und für Buckshot brauche ich ein Buch. Meine ich. Wir gucken mal eben. Ammo und Weapons. Blender war es, Ammo, Blender war es, Gunpowder. Ach Quatsch. Skills. So, Waffen, da wollte ich rein. Weaponsmithing. Achso, da. Ach nee, Shotgun Shell Crafting, da. 9 mm. Und dafür brauche ich Gunsmithing 20 Punkte. 40 Punkte, 25 Punkte. Gunsmithing. Bei Crafting und Repairing Items from this group. Na klasse. Ja, da ich Papier für nichts anderes brauche, drücken wir dann mal 9 Punkte rein, bis wir 25 haben. Dann machen wir das so. Dann könnten wir Shotgun Shells herstellen. Aber ich habe doch nur eine abgesägte Schrotflinte. Die macht so einen wahnsinnigen Entity Damage. Die können wir für unterwegs höchstens mitnehmen. Die wären natürlich viel cooler. Gut, wir haben auch noch 167 Shotgun Shells. Das sind nur Sachen, die wir gefunden haben. Ob ich mir dann vielleicht lieber 9 mm Patronen mache und mit denen durch die Gegend knalle? Was macht die denn? Ja. Also gut, der macht 28 Entity Damage und die macht... Okay, ich muss also 4 oder 5 Mal schießen, um einen Shotgun-Schuss rauszuhaben. Wobei der Noise Range ist natürlich schon gewaltig, ne? 15 Meter und 60 Meter. Der ist noch höher. Aber die zieht halt besser. Die hat weniger Block-Damage. Die abgesägte Schrotflinte reicht weiter als die Magnum? Ernsthaft? Das ist ja krass. Was braucht das SMG denn? 10, ne? Aber na, nee, das ist überhaupt nicht so mein Ding. Das ist gar nicht so mein Ding. Skills, Moment. Gunsmithing. So, was ich brauche ist... Pistols, The Outlaw. Den sollte man nehmen. Oder den? Nein, das geht doch nicht. Den hier. Pistols, The Outlaw. Ja, es macht Sinn, wenn ich mit der Magnum. Am liebsten würde ich mit der Magnum arbeiten. Nach wie vor. Hier muss ich mal anfangen, Sachen zu craften.
Was crafte ich am besten? Shotgun-Steile oder 9mm? Also ich würde ja erstmal doch Shotgun-Steile. Buckshot. Komm, stellen wir uns mal. Na komm. Oh, wir sind ja schon über der Zeit. Okay. 200. Warum macht er das denn nicht? Will mich doch trollen hier. So, okay, ich verabschiede mich für diese Folge. Ich crafte hier mal ein bisschen durch die Gegend und dann gucken wir mal. Hunde kommen ja auch bald. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.